Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady, die größte und krasseste News zuerst. Es gibt einen neuen Fangtrick. Es gibt einen neuen Fangtrick mit der Version 0147.1. Und zwar mit der Zurücktaste. Kein kompliziertes Fingerakrobatik, sondern schlicht und einfach zurück. Wow, das ist einfach so krass. Ich hoffe, es bleibt drin und das hoffen viele, weil das ist definitiv eine richtig geile Sache. Hoffentlich bleibt es bis zum GoFest Dortmund. Das wäre Hammer. Es gibt natürlich neue Raid-Bosse, weil seit gestern Abend um 22 Uhr finden wir Groudon in den 5er-Raids. Das heißt, es hat sich alles geändert. In den 1er findet ihr Carpador, Luturzel, Weilmar und Shinux. Die sind natürlich alle als Shiny auffindbar. In den 2er-Raids findet ihr Austoss, Kokowai, Kapilz, Flunkiefer als Shiny und Roselia als Shiny. In den 3er-Raids findet ihr Alola Raichu, natürlich als Shiny verfügbar, kann man alleine besiegen. Machomai kann man alleine besiegen. Tangela kann man alleine besiegen. Und Starmie kann man alleine besiegen. Kommen wir zu den 4ern. Alola Knogger kann man mit Schwer oder Experte zu zweit besiegen. Lapras gibt es auch als Shiny und kann man zu zweit als Experte besiegen. Despota zu zweit ist einfach oder mittel, je nachdem wie man die Farbe denn so einteilt. Tengulist kann man solo schaffen im Experte? Oh, das wäre ja richtig interessant. Das wäre ja mal richtig interessant. Das heißt, bei Tengulist schaue ich mal, was man denn da so braucht. Absol kann man zu zweit mittelmäßig oder einfach besiegen und ist als Shiny verfügbar. Bei Tengulist glaube ich fast schon, dass es eher Richtung Glück sein muss. Erstens müsst ihr einen Tengulist haben. Zweitens solltet ihr vielleicht Regen haben, weil dann werden nämlich die Pokémon von Typ Käfer geboostet und die sind effektiv gegen Tengulist. Auf Platz 1 sehe ich hier im Durchschnitt Pinsir, danach Yanmega und Xerox. Ich habe mir auch mal noch ein bisschen umgesehen und habe gesehen, es hat tatsächlich sogar auch jemand geschafft, Tengulist ohne Wetterboost solo zu besiegen. Der hat aber auch einige Pokémon auf 100%, eigentlich fast alle oder vielleicht auf 98% auf Level 40 gepusht. Das kann man sehr deutlich erkennen. Und ja, wie knapp war es? Ja, ich würde sagen, 3 Sekunden Restzeit besiegt. Also knapper kann es einfach nicht sein. Und er hat den Full-Time-Trick benutzt. Das bedeutet, er geht mit einem komplett leeren Team rein und switcht dann auf das eigentliche Team, was er benutzen will. Dann hat man nämlich die vollen 180 Sekunden und es fehlen nicht immer 5 Sekunden, weil dann hätte es ja definitiv nicht gereicht. Gut, das war zum Thema Tengulist als Solo, der 4er-Raid, der aktuell solo machbar ist. Aber man muss schon sehr, 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 sehr stark und vielleicht auch etwas Glück haben. Interessant ist, derjenige, den ich mir hier angesehen habe, ist der Stefan Michael Hertel auf YouTube. Der hat 2 Xerox benutzt. Moment, ich schaue mir das Team gerade nochmal an. 2 Xerox, ein Lavados, Pinsir und 2 Machomai. Das ist eine sehr interessante Mischung, weil Lavados ist jetzt nicht unbedingt an einer ultra hohen Stelle. Kommt jetzt drauf an, wenn der jetzt natürlich Sonne hatte, dann ist natürlich Lavados geboostet gewesen. Habe ich jetzt nicht erkennen können. Und wie ich gerade sehe, das ist ja tatsächlich sogar ein Deutscher. Krass. Da hat er den heute Morgen, nee, keine Ahnung, wann er den gemacht hat. War Tengulist tatsächlich schon mal als Raid-Boss verfügbar? Anscheinend vielleicht. Vielleicht ist das Video auch zu alt. Januar 2019.
Und Tengulist hatte Finte Orkan, genau. Das Problem ist immer, durch diese ganzen Werteveränderungen kann es sein, dass das an der Stelle vielleicht sogar ganz anders ausgesehen hätte. Also, dass es heute jetzt ganz anders aussieht. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Wenn man solche alten, etwas älteren Videos angucken will, denkt man sich, ah ja, sieht ganz gut aus, aber ist das denn heute noch so? Ich glaube aber schon, weil die 100er-Zahlen stimmen mit seinem Video überein. Also gehe ich davon aus, dass sich das nicht geändert hat. Okay, ja, Pokémon Go feiert den 3. Geburtstag. Endlich. Also im Sinne von, es wird jetzt richtig gefeiert. Heute Abend um 22 Uhr bis 6. Juli bekommen wir erstmal Pikachu mit Partyhut. Gott sei Dank nicht als Wildspawn, sondern nur als Pokémon, Go-Snapshot. Einmal am Tag, heißt es, bekommt man dann dieses Pikachu. Wahrscheinlich gleich beim ersten Snapshot und Gutes. Aber aus den 7-Kilometer-Eiern soll hoffentlich häufiger Pichu rauskommen und dann natürlich mit Partyhut. Ja, und nicht nur das, es kommt noch vieles mehr, aber wir feiern das ganze Event, was ich jetzt alles vorbringe, bis 2. September 22 Uhr. Wow, das ist krass. Also da endlich mal wieder ein richtig langes Event. Es ist aber kein Spawn-Event, soweit ich weiß. Dennoch gibt es halt einfach ein paar Dinge, die vielleicht ganz interessant sind. Anscheinend gibt es Spezialforschungen, die aber erst ab Level 10 verfügbar sind. Also wenn ihr Trainer Level 10 noch nicht erreicht habt, solltet ihr vielleicht noch ein bisschen leveln, weil dann erhaltet ihr nur Zugriff auf diese Spezialforschungen. Was da jetzt aber genau drin ist, wird nicht so toll beschrieben. Es sollen aber ganz tolle Belohnungen geben. Vielleicht gibt es die neuen Lokmodule für jeden. Also davon gehe ich zum Beispiel aus. Auf jeden Fall Items, die es halt nicht so oft geschenkt bekommen. Also Lokmodule, Brutmaschinen, Superbrutmaschinen oder so. Alles, was man normalerweise im Shop kaufen kann, aber sonst nie bekommt. Sternstücke werden bestimmt auch dabei sein. Und ja, es gibt einen Raid-Bonus. Wenn ihr mit vielen Freunden zusammen raidet, besiegt ihr den Raid-Boss schneller und erhaltet zusätzliche Primärbälle. Ich bin gespannt, was das genau bedeutet. Reduzierter Sternenstaub beim Tauschen. Pokémon tauschen kostet nur noch ein Viertel Sternenstaub. Leute, und das bis 2. September. Für die Leute, die dann auch noch zum GoFest fahren und auch ein Ticket haben, könnte es sein, dass der Tausch richtig günstig wird, weil, soweit ich weiß, die 5 Spezial, also die, wenn man beim GoFest tauscht, kriegt man ja auch nochmal eine Vergünstigung vom Sternstaub. Also müsste es eigentlich dann ja nochmal günstiger werden. Nicht nur diese ein Viertel, sondern noch mehr. Vielleicht haben sie es auch ganz anders gelöst, kann aber auch sein. Das ist das 3. Geburtstags-Event. Und wir erhalten heute Abend um 22 Uhr Zugriff auf neue Shiny-Pokémon. Und zwar Alola Radfatz, Alola Sandan, Alola Vulpix, Alola Dicta, Alola Mauzi, Alola Kleinstein, Alola Slimer und Alola Kokowai. Wow. Hey, Alola Kokowai, das ist aber krass. Und wann kriegen wir endlich Owai? Aber ja, das ist halt ein Pokémon, das halt ab und zu ganz selten mal in der Wildnis spawnt. Also, was kriegen wir wirklich in der Wildnis? Ich würde sagen, Radfatz und Dicta auf jeden Fall. Die anderen Pokémon findet man in der Wildnis eher selten. Kleinstein vielleicht noch, aber der Rest kommt eher mehr so aus den 7-Kilometer-Eiern. Aber okay, dann macht es vielleicht wieder Spaß, die 7-Kilometer-Eier auszubrüten. Das macht sogar doppelt Sinn, weil Pichu mit Partyhut jagen und gleichzeitig die neuen Shinies. Ah ja, also Leute,
Öffnet eure Geschenke ab 28.06. um 22 Uhr. Nun komme ich zum letzten Punkt, und zwar die Grafik. Zum dritten Geburtstag. Niantic hat wieder ihre Grafiker zusammengeworfen und oder beauftragt. Hey Leute, macht doch mal ein richtig geiles Bild für unseren dritten Geburtstag. Ich würde jetzt fast sagen, das könnte eventuell New York sein. Ganz in der Nähe von den ehemaligen World Trade Center. Vermute ich jetzt mal. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Falls das jemand besser weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Was habe ich auf dem Bild entdeckt? Ha, Generation 5 lässt grüßen und Pantimimimi. Und das Geile ist, der Gesichtsausdruck von dem Pandir in der Nähe vom Pantimimimi ist einfach zu göttlich. So vom Weg, was machst denn du hier? Pantimimimi kriegt davon überhaupt nichts mit. Ja, die drei Starter von Generation 5 sind auf dem Bild zu sehen. Und wie heißen die? Also das Pflanzen-Pokémon heißt Serpifeu. Und das Feuer-Pokémon heißt Floink. Und das Wasser-Pokémon heißt Otaro. Otaro, ein Otter. Und Floink, hört man schon raus, wird wohl ein kleines Schweinchen sein. Bei Serpifeu bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich würde sagen, so eine Art Echse. Echse, ja. Naja, auf jeden Fall, das sind die Pokémon, die in dem Bild noch versteckt sind. War aber klar, dass irgendwann Ende diesen Jahres wahrscheinlich oder im Herbst, dass dann wieder die nächste Generation kommt. War ja in den letzten Jahren quasi auch so. Damit ist das Video zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Batsch.